Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Trader Life Simulators. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, der Anfang ist wieder genauso wie gestern, aber es ist einfach so, wenn ich im Laden speichere, dann wacht man eben, wenn man wieder lädt, im eigenen Bett auf. Und ja, von daher, man fährt halt dann erst einmal hier an den Shop und ich würde sagen, wir sperren den Shop auf. Jawohl, Mitarbeiter steht schon da. Shop is opened. Ich habe noch Dosen besorgt. Oh, das sind eigentlich ja sogar verkauft worden davon. Das ist cool. Da stelle ich dann gleich nochmal welche hier oben drauf. Korn zum Beispiel. Sold. So, bitte dahinter. So, also die Dosen verkaufen sich auch gut. Das habe ich gemerkt. Und vor allem, das Zeug kostet nicht so viel. Da haben wir natürlich noch Marmelade mitgekauft. So, eigentlich haben wir hier jetzt mal aufgefüllt. Mir fehlen Soßen und Joghurt. Da oben fehlt noch ein bisschen Getränke und ja, Zewas und sowas sind natürlich jetzt halt auch schon langsam alle. Also wir können auf jeden Fall hier wieder gut was einkaufen. Zack. Und das finde ich halt so genial, ne? Auch das hier. Ich habe das dann einfach mal probiert und ich kann tatsächlich hier unten Sachen reinstellen. Das heißt also, wenn ich jetzt halt irgendwie so diese Müsli-Riegel und so weiter, was wir da in dem Shop gesehen haben, wenn ich davon was kaufe, ist das natürlich schon genial. Ja, Animal Food, ja cool. Da war ich auch noch nicht drin, da weiß ich noch nicht, was das ist. Muss ich mal gucken. Handbremse gezogen. Also das Auto ist noch überall bei allem bei 80% in etwa. Also brauchen wir jetzt halt auch keine Gedanken machen. Hups. Entschuldigung. Passiert halt immer wieder. Aber gut, zum Glück hat das jetzt halt nichts mit der Werkstatt zu tun, dass ich dann das Auto irgendwie in die Werkstatt bringen muss oder sowas. So, ich wollte aber auf jeden Fall dann mal einen kleinen Umweg machen über den Fahrzeughändler und mal schauen, was ein LKW kostet. So, einmal noch kurz rückwärts fahren. Gut, bleib stehen. Raus mit dir. So, einmal öffnen bitte. Zack. Man kann auch diesen Sackkarren nehmen, ne? Aber das bringt, glaube ich, wirklich nur was, wenn ich dann mehrere Sachen kaufe. Ich kann halt nicht seitlich laufen, ist das blöde, ne? Lass los, das Ding. So, zum einen hat uns Soße gefehlt. Da kaufen wir dann mal was. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert. Ich probiere es einfach mal. Dogfood wird bald aus sein, deswegen kaufe ich das auch nochmal. So, zack. Kaffee geht alle. Kaufe ich das da auch mal. Probiere ich das nochmal? Interact? Oh ja. Das ist natürlich dann schon gut. Aber trotzdem ist es, finde ich, umständlich. Weil wenn ich es jetzt halt einfach mal schnell zum Auto trage, dann bin ich doch genauso schnell. So, wir haben noch 190 Dollar. Entschuldigung. Cleaning Spray. Dann könnten wir das doch gleich mal kaufen. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. So, schauen wir mal. Da rein. Zack. Tee. Toilet Cleaner. Würde ich auf jeden Fall kaufen. Ich meine, es sind so viele Sachen und so viele Preise, dass ich da sowieso nicht weiß genau, was ich wie und wo. Ne? Ihr wisst schon. Noch ein Cleaner, den habe ich auch noch nicht. Von daher würde ich sagen, nehmen wir den noch. Mich würde es jetzt interessieren. Oh Moment, ich probiere das mit einer Packung von hier. Oh, ups. Ob ich da wieder was draufstellen kann. Ich nutze es halt wieder bis zum letzten aus, ne? Das ist klar. So, was haben wir noch hier? Die Bleiche. 40 Dollar kann ich mir noch leisten. Also gut, wir wissen jetzt auf jeden Fall, das Auto kann auch ein klein wenig überladen werden. So, das Ding lasse ich da stehen. Wir steigen ein, wir fahren los. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf die Map schauen. Und zwar, wenn man hier rausfährt, einmal im Grunde rechts rum.
Da können wir dann mal zu dem Autohändler fahren, weil mich täte es mal interessieren, was das denn kostet. Wir sind ja erst gerade mal bei 10 Uhr. Also die Tage, die sind lange genug, dass man auch wirklich nicht die ganze Zeit im Laden sein muss. Wenn man was nicht da hat, dann hat man es nicht da und fertig. So, der Fahrzeughändler sieht uns natürlich sehr bekannt aus, ganz klar. Carshop. Einmal ganz kurz zurücksetzen. Bitte nach vorne fahren. Bremsen. Einmal zurückfahren, bitte. Die Bremsen funktionieren nur vorwärts, ne? Habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Okay, dieses Ding kostet uns Reset Drive. You don't own this vehicle. Muss ich da zu dem Händler wahrscheinlich gehen, ne? Servus Interact Pickup. Das ist dieses Ding. Preis für 1500. Der Truck für 2500. Und der Scooter, der kommt bald. Keine Ahnung, was der dann kosten wird. Aber der Pickup wäre schon mal auf jeden Fall etwas, ne? Okay. Ja, alles klar. Ja, das ist cool. So, was haben wir hier? Können wir da rein? Nee, da kann man nichts. Das sind einfach nur. Das ist wahrscheinlich dieses Ding, ne? Show Info. Ah, okay. Open Door. Ist dann quasi die Ladefläche. Ja, das ist nicht schlecht. Ferrari steht da hinten auch. Oder zumindest so etwas in dieser Art. Aber den LKW, der wäre natürlich super. Also zumindest als Owner von so einem Vehikel, ne? So, das da ist irgendwie eine Company. Ich glaube, da brauche ich noch gar nicht hin. Wir fahren jetzt halt eher mal zurück in den Shop. No Shampoo, alles klar. Gucken wir mal, was wir mit Geldern in der Kasse haben. Wir nehmen natürlich den kürzesten Weg. Ich weiß nicht, ob ich da hinten auch rumfahren kann. Möglich wäre es vielleicht. Ups. Okay, da mache ich eine Drehung. No Burger. Okay, Burger kann ich dann auch verkaufen oder was? So. Dann einmal bitte langsamer machen. Bremsen bitte. Ein bisschen vor darfst du noch. Und stopp. Und raus. Ja, das ist cool. So, was war das jetzt? Detegate. Moment. Das ist irgendwie so ein Aromspray oder sowas, würde ich sagen. Joghurt Salt, ja, da habe ich jetzt auch keinen mehr. Ist ja erst einmal wurscht, ne? Hauptsache, wir haben das Zeug drin. Darum geht es mir hauptsächlich. Drei Pieces sind es noch. Oliven verkauft. Schön. Was haben wir jetzt da? Toilet Cleaner. Warte mal, die stelle ich hier dazwischen. Autosave ist auch immer gut. So, schauen wir mal, was habe ich da? Animal Food, okay. Braucht man jetzt ja anscheinend nicht so viel, wie ich dachte, aber gut, wir haben es auf jeden Fall da. Stellen wir das mal hier hin. Ich freue mich ja schon, um mal dann zur Kasse zu gehen, um zu schauen, was wir da alles drin haben. So, wir haben hier Bleach.
Ja, Strawberry Biskuit, hallo. Ich muss erst einmal so viel Geld verdienen, dass ich mir die Theken leisten kann. Die Soßen, genau, die können wir jetzt wieder da herstellen. So. Ups. Neun Stück. Passt. Cleaning Spray. Ja, weil dann wird es nämlich auch so sein, dass wir. Oh, das sind das auch verschiedene. Sogar in Orange. Gut. Charm Salt. Und da haben wir noch mal Coffee. Eine Soße für 10. So, habe ich da noch einen Kaffee stehen? Ja, da steht sogar noch einer. Der kommt dann eben einfach mal da davor. Was haben wir hier noch? Tissues. Können wir dann auch gleich wieder einräumen? Na? Also ich freue mich drauf, wenn das mit dem Liefern klappt. Wenn das dann mal verfügbar ist. Da freue ich mich schon drauf. Okay, schauen wir mal. Und wow, 380 Dollar fast. Das ist cool. So, mal zwischenrein speichern. Save Game. Done. Wir haben 384 Dollar. Das heißt, wir fahren gleich nochmal weiter. Wir fahren gleich nochmal los. Exsold. Warte mal hier. Car Parts. Da wäre jetzt halt mal. Bleib halt stehen. Da wäre jetzt mal interessant, kann ich das fürs Auto kaufen oder bei Car Oil 115 Dollar? Also, es ist ja nur, wenn ich es brauche, ne? Die Dinger sagen mir irgendwas. Nee, bei dem kann ich tatsächlich nur Öl kaufen fürs Auto. Das Gute ist, dass ich halt nicht ständig irgendwie auf pinkeln muss oder mich jetzt halt waschen muss. Hunger hat man auch nicht die ganze Zeit. Also da ist es schon sehr viel besser ausbalanciert, das Ganze. Ah, okay. Wenn man hier versucht abzukürzen, dann sagt der Spieler, jetzt wirst du länger brauchen, als wärst du die Straße gefahren. Aber so ein kleines bisschen kann man schon. Also hier so die Wege ein bisschen schneiden, das geht schon. So, Getränke brauche ich auf jeden Fall nochmal. Und man kann halt jetzt auch nicht mehr so arg rückwärts schauen, ne? So. Getränke, auf jeden Fall Kohle braucht man. Schauen wir mal, was ich da so alles kaufen kann. So, Chips haben wir. Wir haben, glaube ich, Oatmeal Cookie haben wir noch nicht. So. Dann das haben wir auch noch nicht. Was ist das? Cashews. Okay. Wie sich's hingedreht hat. Was haben wir? Heath Bite. Wheat Biscuit. Das müssten ja dann auch 10 Stück sein, nehme ich mal an. No Banana. Ja, es sind immer 10 Stück drin und das finde ich halt cool. So, Lion's Share. Cornflakes. Dann haben wir hier noch Chocolate. Jawohl, Chocolate brauchen wir auch, natürlich. Chocolate ist wichtig. So, und ich riskiere es jetzt. Wir haben Organics 130. Wow.
Strawberry Biscuit. Fünfundachtzig habe ich noch. Davon habe ich eigentlich, glaube ich, alles bis zu den Oliven. Und Eggplant zum Beispiel fehlt mir noch. Ah, man könnte es auch vorne auf das Fahrzeug stellen, das ist gut. Ja, man muss ja schauen, wie man was zusammenkriegt, ne? So, und dann haben wir hier noch Thunfisch. You don't have enough money. Sowas kostet jetzt 5,50 €. Und warte mal, wir haben hier zum Beispiel das Shampoo noch nicht, 59. Washing Powder haben wir auch noch nicht. No softener. So, zack. Also dann, los geht's zurück. Ich habe da bis jetzt noch gar nicht nachgeschaut, ob mir das Zeug eigentlich runterrutscht. Ich bin vorhin einfach davon ausgegangen, das wird schon halten. So wie im anderen Spiel auch. Ich probiere es nochmal, wenn ich einfach nur geradeaus fahre. Wenn ich nicht lenke, dann kann ich hier drüber fahren. Das ist gut. Und vor allem, wenn ich kein Gas gebe, ne? Tissue Salt für 25. Bisschen zurück noch. Gut. Perfekt. Tja, no softener, jetzt hätte ich ihn, ne? Nee, softener habe ich gar nicht. Ups. Wie immer passiert's mir, ne? Ja, ich finde es auf jeden Fall auch echt gut, dass es unterschiedliche Packungen gibt. So hin. No Milk. Ja, ich meine, die Kühltruhen, die kommen schon noch, ne? Haben wir hier noch irgendwas zum... Ja. Das ist halt schon cool, ne? Das muss ich wirklich sagen. Also da hat er definitiv der Mohammed einiges besser gemacht als bei den letzten Spielen. Und ich bin ja so ein Fan von Shopping-Simulatoren, ne? Das wisst ihr ja. Und das finde ich definitiv gut gemacht. So, passt. Was haben wir hier noch? Tissues. Können wir Tissues da oben noch reinstellen? Das war jetzt eh das letzte. Also, zack hin. Was hat man da noch? Animal Food, ne? Das Animal Food könnten wir jetzt eigentlich... Und vor allem ist jetzt halt auch das egal, welche Packungsgröße. Die Kartons, die sind immer gleich. Und Alter. Hör endlich mal auf. Aber mal schnell am Links klicken. Autosave ist gut. Ups, nicht gegen die Wand rennen. So, jetzt könnten wir eigentlich hier. Ja, warum nicht? Wir könnten auch da weitermachen, ne? Ist ja egal. Solange wir noch keine Regale haben. Spray. Da war ich jetzt ein wenig zu schnell mit Klicken, aber das war okay. Ich sollte eigentlich immer schauen, was ich da nehme, ne? No Cornflakes.
Ja, die habe ich noch im Auto anscheinend. Da, ich bin krank. Genau das, was ich halt erwartet habe. Ne? Eben mal schnell das Geld ab und 307. Yes. So, ich sollte das eigentlich immer machen. Ja, ich kann jetzt nicht mehr rennen, weil ich krank bin. Deswegen stelle ich die Sachen jetzt halt mal nur schnell hier hin. Ich sollte aber auch schauen, dass ich dann zur Apotheke komme. Weil sonst bin ich nämlich die ganze Zeit so langsam. Oh ja, Coke. Da haben wir noch eine stehen. So, ich hoffe, ich schaffe es zur Apotheke vor 22 Uhr, weil sonst macht die zu. Go to the pharmacy. I'm on my way. Raus mit dir, raus mit dir. Komm, 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 komm. Bye. Okay, gut, ich bin geheilt. Aber wie gesagt, das sind halt echt 230 Öcken, ne, was das kostet. Und das finde ich schon extremity teuer. So, einmal halten bitte. Gut. Wir können den Laden zu machen. Shop closed. Wir können hier das Geld rausziehen noch aus der Kasse. Ja, dann könnten wir eigentlich ein bisschen... Oh, was war das? Cashews. Okay, warte mal. Hier mache ich auch zu. Weil das Lager nutze ich jetzt aktuell eh nicht. Das ist nur die Frage, ob ich eigentlich ins Lager auch was stellen kann. Kann ich das eigentlich mit Shift auch besser drehen? Muss ich jetzt mal probieren. Ne, geht nicht. Ah, Steuerung gehe ich in die Knie. So, lassen wir mal so. So. Einmal um die Ecke bitte. Dann stelle ich nämlich da auch noch welche hin. Man kann das Ganze natürlich dann auch, wenn das schon so farbig sortiert ist, dann könnte man natürlich auch sagen, man macht es nach den Farben. Jawohl. Und eine noch. Dann haben wir alle Getränke drin, das ist gut. Da haben wir ja noch dieses Ding. Ups. So, das waren die Cornflakes. Ja, da könnte ich sagen, da stellen wir mal die schön nebeneinander. Die drehen wir vielleicht. Noch eine. Die drehe ich jetzt mal so rum. Gut, dann holen wir die letzte Packung noch. Yes, ging. Ich habe schon Angst gehabt, es geht nicht. Cookies. Eigentlich egal, wo du es hinstellst, ne? Einmal. Zweimal. Dreimal. Nehmen wir das noch. So, und stellen das da drauf. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn ich etwas mehr von diesen Sachen habe. Entschuldigung. Wenn ich etwas mehr von diesen Sachen habe, weil dann brauche ich immer nur das Regal auffüllen. No money to collect. Okay, wir können speichern. Save game. So, und dann ist das Einfache, wenn man sagt, okay, Load Game. Also ich glaube nämlich, dass es so funktioniert auch.
dass ich dann im Haus aufwache. Jetzt bin ich gespannt, ey, hoffentlich. Ja, im Hauszimmer. Ich habe noch immer die gleichen Werte. Sprich, der Tag hat im Grunde dann wieder hier im Haus begonnen. Jawohl. Essen können wir ja dann wieder beim Chicken Man oder beim Hotdog Man. So, schauen wir mal hier. Da passt noch alles. Also wir haben auch noch alles Geld. Also sollte sich da nichts geändert haben. Hoffe ich. Wenn wir jetzt in den Laden kommen, dann sollte der eigentlich auch noch in Ordnung sein, so wie ich dann gerade eingeräumt habe. Wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Bleib stehen. Yes. Steht noch alles so da. Wir machen auf. Yes. Yes. So. Soße dachte ich, habe ich gekauft. Ah ja, da. So, da hat man natürlich alles so ein bisschen besser im Blick, ne? Das ist schon irgendwie cool. So, 245 haben wir. Es reicht natürlich noch nicht wirklich, um sich mal ein Regal zu leisten, ne? Also, dass man krank wird, es ist ja in Ordnung, aber ich hoffe, es passiert dann nicht jeden dritten Tag, weil das wäre dann wiederum doof. Okay, das funktioniert nicht. Da wollte ich dann zu viel. Man ist langsamer. Habe ich das Gefühl. No Tuna, ja super, den wollte ich ja vorhin kaufen, ne? So, Cooking Oil. Man, und so, es ist so schnell eine halbe Stunde rum, ne? Gut. Hallo, rückwärts bitte. So. Einmal aussteigen. Das wäre natürlich jetzt auch noch interessant, ne? Ich kaufe mir tatsächlich. Oh, so ein Ding hier. Es würde mich nämlich mal interessieren, wie ich denn die. Wie viel sind da drin? 10. Die haben wir gekauft. Das sind Apple, Banana. So. Dann haben wir nämlich auch einmal Kukumba, also Gurken. Gürkchen, ne? Guckst du, haben wir Gürkchen hier. Cool, Customer, no rice. So, rice, wo haben wir rice hier? Was haben wir hier noch? Flour, also Mehl. Jetzt gucke ich mal, ob ich das da draufstellen kann. Ja, finde ich gut. Aber jetzt wird wahrscheinlich da oben drauf nichts mehr gehen, ne? Probier mal aus. Wir haben hier noch Sugar. Ah doch, das geht sogar. Also ich kann das Dach auch nutzen. Breadsticks. So, jetzt haben wir noch 50 Dollar. Das haben wir. Salt. Jawohl. So, 17 haben wir noch. Das sollten wir uns doch hier noch irgendwo was leisten können. Döp. 30, warte mal, Eier. Ah, die kosten 46 Diapers. Toothpaste. Können wir kaufen.
finde es auf jeden Fall auch gut, dass es Autosave macht. Finde ich immer gut. Mach halt die Kurve. Ja, also das Autofahren ist auch nicht so wirklich perfekt ausgewogen. Chips Aerosols. Da war ich ja auch noch nicht drin, ne? Chocolate. So, was habe ich jetzt da? Sugar. Mach mal Sugar hier hinten hin. Zucker, Salz und so weiter. Mal nur drei Packungen raus, dass wir erst einmal die Packungen reinholen. Ups. Mir geht es nur darum, echt, dass wenn die Kunden reinkommen in den Laden und dann genau das wollen, was ich vielleicht gerade zufällig dabei habe. No Bleach. Warum No Bleach? Ich dachte, das habe ich gekauft oder ist es schon ausverkauft? So. Spray. Ach, das passt schon. Schau mal da hinten nach. Oh, Chips. Sind fast alle. Da haben wir noch 5 Quantity drin. Soap habe ich nur noch eine in der Packung. Da passt noch alles. Da passt noch alles. Okay. Ups. So, das Obst und Gemüse machen wir hier vorne her. Take from box. So. Verräume ich ja dann gleich. Mir geht es nur darum, wie gesagt, dass wir das erst mal ein bisschen sortiert haben. Ich muss natürlich noch Tische und so weiter kaufen, ist klar. Aber jetzt im Moment ist es ja wirklich Lade. So. No Meat. Gut. Haben wir ja schon ein bisschen was geschafft. Sweet Corn Salt. Das war Flour, also Mehl. Das würde ich jetzt alles mal in die Ecke da hinten tun. Cucumber. Ist halt, wenn ich wirklich alles raustun kann auf die Kartons, dann sehe ich auch. Ah, das war der letzte. Verdammt. Dann sehe ich auch, wann der Karton leer ist, wollte ich noch sagen. Und habe nicht dran gedacht, dass ich ja da vorne noch die eine Packung habe. Ah, verdammt. Okay, macht nichts. Stellen wir einfach den nächsten da daneben. Sollte in etwa passen. So, jetzt bloß nicht nochmal den gleichen Fehler machen. Da holen wir dann das natürlich. Die Broadsticks. So, und dann haben wir noch Toothpaste. Pay Electric Bill. Können wir das jetzt zahlen oder nicht? Jetzt haben wir gezahlt. Safe Game machen wir gleich.
Dann. Meine kann ich noch. Gut, dann haben wir die Toothpaste auch da. Sammeln wir mal das Geld ein. Das ist nicht verkehrt, ne? Biscuit sold. Jungs, lasst mich vorbei. So, dann tun wir mal erst einmal ein bisschen Geld da reinbringen. So, Transfer und dann von der Bank zu meiner Visa. Ich nenne es halt jetzt halt Visa, Entschuldigung, zu meiner Kreditkarte. Das sollte keine Werbung sein, vor allem nicht für dieses Unternehmen. Cool. So, an der Stelle mache ich jetzt auf jeden Fall Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Danke für ein Like, danke für Kommentare. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, ob ich weitermachen soll. Mich reizt es natürlich enorm, dieses Game. Aber schreibt es gerne in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.